nicht in das Land in erster Linie, sondern in ein junges ungarisches Mädchen. Und zwar ist es so passiert, dass ich mit einer Jugendgruppe nach Ungarn kam, 1970. Wir haben gezeltet in Balatonlele. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dieses Mädchen getroffen. Das war also 1970, vor mehr als 50 Jahren. Und obwohl wir uns dann 4 Jahre lang nur sporadisch getroffen haben, sie ging zur Schule und ich hatte meine Uni zu tun, deswegen haben wir erst 1974 geheiratet. Aber geheiratet, immerhin. Ich habe ja nach der Beendigung meines Studiums in Leipzig, ich habe dort Physik studiert, bin ich nach Berlin gegangen, habe dort einen sehr guten Betrieb gefunden, einen, der sich mit der Inbetriebssetzung von Atomkraftwerken beschäftigt. Und dann bin ich mit meiner Frau nach Berlin gezogen. Wir haben 6 ganze Jahre dort gelebt. Aber in dieser Zeit habe ich bemerkt, dass meine Frau Heimweh hat. Und das Heimweh ging einfach nicht weg. Es war nichts zu machen. Berlin ist natürlich eine etwas spröde Stadt. Und das war also nicht ganz verwunderlich. Na, jedenfalls dann so 1979 etwa habe ich dann wirklich den Entschluss gefasst, hier musst du etwas tun, das geht so nicht weiter. Und dann ging es darum, in Ungarn etwas zu suchen, wo ich arbeiten kann natürlich. Und deswegen hatte ich meiner Frau eine einzige Bedingung gestellt. Ich möchte so nach Ungarn gehen, in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache und alles ist neu für mich, dass wenigstens die Arbeit ganz ähnlich sein sollte. Und es hat auch geklappt. Ich habe in Deutschland auf dem Gebiet der Atomtechnik gearbeitet und es hat sich herausgestellt, dass in Paksch genau in dieser Zeit ein Atomkraftwerk gebaut wird mit 4 Blöcken. Und das war eine wunderbare Sache. Meine Frau hat sich sehr stark gemacht. Sie ist zum Beispiel in Budapest gewesen im Schwermaschinenbauministerium und hat gefragt, ob man für einen deutschen Physiker eine Stelle hätte in Paksch. 1980 übergesiedelt nach Ungarn und gleich nach Sexhard. Freunde habe ich eigentlich ganz schnell gefunden. Ich muss auch sagen, dass die Arbeitskollegen ungeheuer hilfsbereit waren. Ja, ich hatte meiner Frau auch gesagt, dass ich sehr, sehr gerne hier in Sexhard, also in Ungarn und Sexhard, in einem Chor singen würde. Das hat bei uns schon Tradition. Ich habe schon in vielen Chören gesungen, zuletzt im Leipziger Universitätschor, mit meiner Frau zusammen. Sie war da schon mit eingestiegen. Und zum Glück haben wir dann tatsächlich einen Chor gefunden. Wir haben auch mit dem Pädagogenchor Kontakt aufgenommen. Aber aus irgendwelchen Gründen landeten wir dann, ich weiß gar nicht mehr warum, beim Sexhader Madrigalchor. Und das war ein ungeheurer Gewinn für uns alle beide. Denn es hat sich herausgestellt, dass der Chor nicht nur fachlich sehr gut ist, sondern dass die als Gemeinschaft sehr gut funktioniert. Jeder unterhält sich mit jedem, es gibt keine Clique, sondern sehr harmonisch alles immer. Man trifft sich auch außerhalb der Chorproben und das hat uns sehr, sehr geholfen beim Eingewöhnen. Jedes Jahr waren wir einmal im Ausland und zwar im Westlichen. Das klingt jetzt etwas seltsam, denn ich war ja DDR-Bürger und wir waren noch vor 1998, also die Grenzen waren ja noch alle dicht. Ich konnte aber schon auf Betreiben des Chores, mit Hilfe des Chores, schon 1982 erstmalig in den Westen fahren. Und zwar nach Italien, nach Fano. Ich weiß genau, was das damals für mich für ein Gefühl war. Wir fuhren mit dem Bus über die Grenze und ich stand auf einmal in Italien auf italienischem Boden, auf westlichem Boden. Das war unvorstellbar vorher. Am Anfang war etwas seltsam für mich, dass man sehr schnell viele Informationen bekommt. Wenn ich zum Beispiel in den Bus steige, ein Wildfremder setzt sich neben mich, dann erzählt er mir sein gesamtes Leben. Er kennt mich gar nicht, aber wenn ich aussteige, kenne ich sein Leben. Das ist in Deutschland undenkbar.